Lavinia Wilson wurde am 8. März 1980 in München geboren. Ihre Mutter war Politikwissenschaftlerin, der Vater ein US-amerikanischer Anthropologe. Schon früh interessierte sie sich für die Schauspielerei. Bereits mit 11 Jahren war sie im Kinofilm Leise Schatten zu sehen. 2 Jahre später wirkte sie im Film Todesreigen mit und war damit zum ersten Mal im Fernsehen. Später wurde Lavinia Wilson vor allem durch ihre Rollen in TV-Krimiserien wie Tatort, Hilsberg und Der Kriminalist bekannt. Doch auch im Kino konnte die Schauspielerin viele Erfolge für sich verbuchen. 2005 wirkte sie beispielsweise im US-amerikanischen Science-Fiction-Film Aeon Flux an der Seite von Oscar-Preisträgerin Charlize Theron mit. Und auch bei der Verfilmung von Schoßgebete, dem zweiten Buch von Charlotte Roach, war sie auf der großen Leinwand zu bewundern. Auch stand sie für die neue Krimireihe Mordkommission Königswinkel im ZDF vor der Kamera. Seit November 2020 ist Lavinia Wilson an der Seite von Elias Mbarek im Spielfilm Was wir wollten auf der Streaming-Plattform Netflix zu sehen. Privat ist Lavinia Wilson schon längst vergeben. Seit 2001 lebt sie mit ihrem Partner und Schauspielkollegen Barnaby Machura zusammen. Ihr Lebensgefährte brachte damals eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit in die Familie. Im Februar 2014 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Rio zur Welt. Im Juni 2016 folgte mit Sohn August Baby Nummer 2. Das Paar ist somit vermutlich das beste Beispiel dafür, dass man auch gemeinsam glücklich werden kann, ohne verheiratet zu sein.